Hallo zusammen, herzlich willkommen zum dieswöchigen Sonntagsupdate, das heißt von gestern, und noch ein kleiner Nachtrag zum Valentinstag. So, fangen wir erstmal mit dem von gestern an, und zwar gibt es eine neue Book Mission, wo ihr, ich blende euch das Bild gerade mal ein, diese super sexy Krankenschwester beziehungsweise das mehr oder weniger sexy Krankenpfleger-Outfit bekommen könnt. Die Book Mission beschäftigt sich diesmal mit dem Thema Zucht. Wir gucken hier mal wieder in unser Spielprofil rein. Und wir haben... Ich bin blöd. Ah, wo kann ich mir das nochmal angucken? Ich bin echt gerade blöd. Da, Zuchterfahrung, da konnte ich es anklicken. Ich bin ein bisschen durch. Wir haben 1.07 Uhr in der Nacht. Was haben wir hier? Waiting for Love. Ein Breeding Attempt, das heißt ein Zuchtversuch. Ihr müsst einmal zuchten, um das abzuschließen. Außerdem müsst ihr eine erfolgreiche Zucht gemacht haben, eine unerfolgreiche, also eine Niete. Man muss sein Pferd einmal fürs Züchten registriert haben. Man muss das Pferd fürs Züchten nutzen, um das Potenzial zu erhöhen. Außerdem mit demselben Pferd zweimal hintereinander erfolgreich züchten. Dann haben wir als nächsten Erfolg, dass man zweimal hintereinander züchten soll, ohne den Raum zu verlassen, ohne diese Scheune zu verlassen. Das hier hatte ich automatisch abgeschlossen. Dass man ein Pferd dreimal fürs Züchten hintereinander registrieren soll. Das hatte ich also schon mal gemacht. Dann außerdem das maximale Potenzial für sein Pferd bekommen und ein neues Fohlen züchten, was 2 Level niedriger ist als das Level der Eltern. Das sind die Herausforderungen, die ihr braucht für Bronze. Für dieses Krankenschwesterhütchen dann. Ihr habt ja eben das Outfit schon gesehen. Das ist also die dritte Bookmission, die es jetzt ins Spiel geschafft hat. Und für das Valentins-Update gehen wir mal in den Shop rein. Dort haben wir ein paar neue Sachen, die zeitlich begrenzt drin sind, bis zum 28. Februar. Und auch eine Sache, die dauerhaft drin ist. Also, wir haben für all diejenigen, die sich mal gefragt haben, wo hat sie das Outfit her, dieses süße Kleidchen haben wir wieder drin. Das gab es auch letztes Jahr schon zum Valentins-Event. Und das könnt ihr auch dieses Jahr wieder bekommen. So. Und so sieht das Ganze aus für die Herren der Schöpfung. Also eigentlich auch ein ganz cooles Outfit, muss ich sagen. Also ich persönlich finde es eigentlich recht ansehnlich. Mir gefällt es gut. Und was es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal neu gibt, Zubehörteile. Für 10.000 Möhrchen könnt ihr permanent diese Herzchenbrille kaufen. Ich finde sie ziemlich affig, aber ich werde sie mir kaufen, einfach um des Sammelns wegen. Aber ich werde sie, glaube ich, jetzt erstmal gar nicht unbedingt anziehen. Aber ich möchte sie mir einfach kaufen für 10.000 Carats, damit ich sie habe. Denn ich habe mir auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, mir alle Outfits zu holen im Laufe der Zeit. Und was es jetzt auch neu gibt, und die sind unbegrenzt drin, sind für 1.200 Gems... silberne Ohrringe, so silberne Kreolen, die sieht man jetzt bei dieser Frisur gerade gar nicht so gut. Hierbei sieht man sie auch nicht so gut, hierbei sieht man sie super. So sehen die dann also aus, die Kreolen. Kosten wie gesagt 1200 Gems. Momentan ist es noch nicht möglich, mehrere Accessoires auf einmal anzulegen. Also ich könnte jetzt nicht Brille und Ohrringe anlegen. Das ist aber für die weitere Zukunft noch geplant. Wann das soweit sein wird... Das ist noch unsicher, aber es wird kommen. Und mit den Ohrringen müsst ihr euch überhaupt keinen Stress machen, denn die bleiben dauerhaft im Shop drin. Wenn ihr euch die Brille kauft, diese Herzchenbrille, dann habt ihr die auch dauerhaft. Aber ihr könnt sie eben nur bis zum 28. Februar kaufen. Jetzt will ich doch mal gerade noch schauen, was haben wir hier für Zubehörteile bei den Männern. Auch die haben so kleine, ja, Mini-Kreolen, aber halt kleiner, dass es... auch für Männer passend ist. Ja, das ist letzte Woche Mittwoch am Valentinstag reingekommen, beziehungsweise jetzt eben letzten Sonntag zum Update. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr vom Krankenschwester-Outfit, was haltet ihr von den Valentins-Outfits und den neuen Accessoires.
Ich bin gespannt, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich kann noch nicht 100% sagen, ob am Freitag ein Livestream kommt. Da es sein kann, dass ich da noch mal eine Unterrichtsstunde habe mit Cash, muss ich ein bisschen gucken. Ja. Wenn es zum Stream kommt, werde ich euch aber definitiv vorher über YouTube Community Bescheid geben. Also haltet die Augen offen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!